Meine. Da! Blöcke falsch setzen, hasse ich. Kennst du das? Passiert. Ja, das passiert sehr oft. So lange weg gewesen, Ski. Nee, ich bin da einfach. Das habe ich noch nie gemacht, deswegen bin ich. Ah, jetzt. Mhm. Deswegen. Ja, bin ich da noch verwirrt. Okay. Es gibt auch für mich Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Was? Das gibt's? Ja. So. Ah, okay. Das heißt, ich kann damit jetzt. Jawohl. Okay. Oh, okay. Ja. Haha. Schlafen. Ja, er hat gesagt, bei Bedarf könnte ich schlafen. Das heißt, er hat nicht gesagt, wir sollen schlafen. Ich habe aber gesagt, schlafen. Wo ich jetzt, was jetzt hier in der ewigen Diskussion ausartet. Mensch, ist eine Waschmaschine, da ist immer noch hell draußen. Juhu! Ja, grundsätzlich ist es toll, dass es hell draußen ist. Ich mag es, wenn es hell draußen ist. Je länger, desto besser. Am besten könnte es auch 24 Stunden am Tag hell sein. Nein. Hier über mir ist wieder irgendein Monster. Was so komisches Wupp macht. Was ist es? Okay, ich muss nachsehen, was es ist. Es interessiert mich. Das würde dir nicht gefallen. Wahrscheinlich nicht, nein, aber... Vorstellung ist trotzdem irgendwie interessant. Hä? Wo ist es? Oh, es ist ein Enderman. Wahrscheinlich immer noch derselbe wie vorhin. Der ist so einfach mal ums Haupt rumgewandert. Das kann sehr gut sein. Oh Mann, warum gerade ein Enderman? Der ist voll creepy. Der erinnert mich voll an den Slenderman. Der Enderman. Jetzt so ein Zufall, ey. Da ist bestimmt noch niemand drauf gekommen. Wahrscheinlich nicht. Nee. Jetzt sehe ich schon bei den Zeitschriften zukünftig, bei GameStar und so weiter. Twitch-Streamer deckt unglaubliches Geheimnis auf. Ja, das sehe ich dich auch. Ich muss mich kurz stolzen, meine Nase ist ganz hart. So. Das ist auch kein Zufall. Ja, das, ja, ich kann es mir vorstellen, dass das kein Zufall ist. So. Ach so, ich muss ihm vielleicht nochmal ein paar Fackeln reinsetzen, damit es nicht ganz so dunkel ist. So. Ja, passt schon. Ich habe etwas gebaut, was nicht 100% symmetrisch ist. Ich mag die nicht. Aber ich konnte es leider nicht besser bauen, weil es von der Anzahl an Blöcken nicht hätte gerade aufgegangen. Schäme dich trotzdem. Schande über dich! Ja. Ich bin in ein Nest von Monks gelandet. Ja. Also ich habe in meiner, in der Stellenbeschreibung nichts gesehen davon, dass man zwingend symmetrisch bauen muss. Ja, das ist auch ein ungeschriebenes Gesetz. Ach so. Ach, Christian. Einfach nur, weil Christian gerade zuhört. No, Busch! Und der lacht mit Sicherheit. Wahrscheinlich, Christian lacht immer. Hallo, es ist Christian. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterbauen soll. Ich lache.
Oh. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich weiterbauen soll. Soll ich dir Gestaltungstipps geben? Nee. Willst du auch nicht hören. So, hey, ich habe die Decke fast weg. Es ist schön, wie ich meinen Dachgarten jetzt von unten sehe. So. The admin has kicked you from the server. Nein, das wird die Chi nicht machen. So, oh Gott, ey, zwischen dem der Enderman und mich trennt nur eine blockdicke Wand. Der atmet mir die ganze Zeit ins Ohr. Ich meine, das ist schon ein bisschen geil, aber... Was brauchen wir jetzt ein MI-System? Was, ein NRW-System? Ein MI-System. Ach so. Auch dafür mal mein schlaues Buch, sonst... Du und dein schlaues Buch, ne? Ja, es gibt viele Sachen, die ich echt auswendig weiß, aber so ein ME-System weiß ich auch mittlerweile, aber ich will gerade nicht denken. Man kann Sachen auswendig wissen? Ja. Also ich kenne die... Ich weiß, wie man eine Pickaxe auswendig macht. Das gute alte NRW-System. Ja, du... Glaub mir, das wollt ihr nicht haben, das NRW-System. Es gibt bessere... Ich weiß sehr viel in Minecraft auswendig, aber das nicht. Also das auch, aber ich will nicht denken jetzt. Wie denken? So. Das Problem ist, ich habe auch keine Energie. Nahrung? Nahrung habe ich auch, aber also Nahrung habe ich, aber ich habe keinen Strom. Die Energie meinst du? Ja, die Energie. Wie mache ich hier denn am schönsten Energie? Hauptsache nicht verbauen. Was? Das geht immer noch nicht. Warum geht das nicht, Dönki? Zanis sind voll toll. Das ist voll die tolle Währung. Zani klingt eklig süß. Ja, eigentlich sind es Zahnräder. Also eigentlich heißt die Währung Zahnräder bei mir. Aber, ich fand Zahnräder, also Ausrufezeichen Zahnräder, immer zu kompliziert. Deswegen habe ich es einfach mit Zahnis abgekürzt. Habe ich mir fast gedacht, dass es davon kommt. Wirklich? Wow. Ja. Ja. So. Ich habe meine intelligenten 5 Minuten manchmal. Wow, krass. Wow. Warte mal, ich mache mal erst eben hier oben weiter. Komische Überdachung. Doch ich... Gears, wenn... Dönki, wir sind auf Twitch. Da müsste ich erstmal Leuten erklären, wie man Gears schreibt. Wir beide wissen das. Aber wenn ich den Leuten sage, Ausrufezeichen Gears, dann steht da daher G-I-E-R-S, Gears. Und das ist ungelogen, das ist wirklich so. Chi kann sicherlich bestätigen, dass das so ist. Ja. Oder wenn du Glück hast, schreiben die sogar noch mit IE. Ansonsten nur mit I. Wirklich so, wie du sprichst, Gears. So, dann machen wir mal hier die Überdachung kurz weg. Machen wir auch aus Granit. Ich bin gerade zu doof zum Schreiben.
Kann ich vielleicht mal eben da hochgehen? Wow, warum war ich so schnell? Manchmal rennt er einfach, ohne dass ich es will. Ja, das ist, weil du das zweimal auf Frontal hast. Mhm. Eigentlich ein bisschen komisch, diese Steuerung. Deswegen habe ich sie auch umgelegt. Ich habe sie getötet. Mit meinen eigenen Händen. Okay. Hier bei mir ist... geht aber beides nicht. Gehen. Und ducken auf alt. Auf alt? Ducken? Warum auf alt und nicht auf Steuerung, wie in jedem anderen Spiel? Weil ich das mit dem kleinen Finger nicht kriege. Hä, aber wenn du auf W drückst und dann mit... Hä, wie kommst du mit deinem kleinen Finger denn dann an alt ran? Ja, mit meinem kleinen Finger nicht, aber mit dem Daumen. Aber den brauchst du doch für die Leertaste, wenn du springst, oder nicht? Ja, aber ich duckjump ja nicht. Nicht? Weil das in Minecraft nicht geht. Also entweder springst oder du duckst dich, weil es geht nicht. Doch klar geht das, mach ich gerade. Hast du es jetzt auch probiert? Ja. Aber du brauchst es in Minecraft nicht. Aber es geht. Alter, Christian, deine Kühe platzen wieder aus allen Nähten. Mach das mal wieder fix hier. Geht gar nicht. Bei der Massentierhaltung. Ich brauche auch irgendwann nochmal Tiere. So, aber ich wollte heute erstmal hier ein bisschen umbauen. So. Die Seite. Cockwheel. Donkey. Wie war das noch mit, was war es nochmal? Cocktail? Schwanz. Das sind einfach so. Das war für mich immer noch die bitterste Erkenntnis überhaupt. Zurück, Schwanz heißt. Schlafen! Ja, ich komme gleich, wartet. Ich muss hier eben noch was fertig bauen. So viel Zeit muss sein. Entschuldigung, das war mein Mikro. So, das passiert mir auch. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich mag trotzdem Zahnis. Mann, riecht mir das doch nicht schlecht. Das ist toll. Tee. Was denn? Nichts. Okay. Wirklich nichts. So, Basalt. Hier sind nochmal Basalt-Cobblestones. Ups. Oh, die habe ich noch. Lama geht gerade. Das ist schön. Es ist toll. Habe ich denn jetzt überhaupt noch? Okay. Ich muss ja noch ein paar Stufen machen. Bei der Gelegenheit. Das Rezept für Stufen kann ich übrigens auch auswendig, Chi. Glückwunsch. Aller Anfang ist schwer. Brauche ich denn überhaupt 8? Ich glaube mehr. Ich mach mal 16. Sollte reichen. Danke, Christian. Dankeschön. Ja, ich kann jeden Zuspruch gebrauchen. Ich habe aber Cockwheel geschrieben und nicht Cockwheel. Cockwheel. Sag's noch ein paar Mal öfter, bitte. Warum? Nur so. Okay. Das ist schon was sein. Ja, wie würdest du das denn aussprechen, wenn du einmal das mit G schreibst, Cockwheel, und einmal Cockwheel mit CK? Cockwheel und Cockwheel. Bitte wie? Cockwheel und Cockwheel. Nochmal, ist Cockwheel und? Cockwheel. Ne, das andere, das habe ich ja gerade gesagt, Cockwheel. Cockwheel. Mit einem sanften G. Mit einem sanften G? Ja.
Korkwil. Das ist Schwanzrad. Genau so würde ich es aussprechen. Schwanzrad. Einmal Korkwil und einmal Schwanzrad. Oh Mann, ey. Aller Anfang fängt an. Das ist Dönki. Das ist wieder eine typische Dönki-These gerade. Die mag ich aber. Ich finde bei solchen Sachen lernt man immer so viel. Ich komme nicht drauf. So. Haben wir die hier auch nochmal Basal. Schwupps. Du willst ja die ganzen Orte von den anderen Leuten hier auf dem Server wahrscheinlich selber entdecken, ne? Ja, klar. Irgendwann mal. Weißt du, jetzt hätte ich dich nämlich hinteleportiert, damit du dir den Waypoint machen kannst, weil ich schreibe dir die gerade auf. Nein, alles gut. Ich brauche noch mehr. Wow. Ich gucke irgendwann mal. Erstmal, das ist halt irgendwo Endcontent, sage ich mal, dass wir vielleicht zum Ende nochmal die anderen uns anschauen. Aber erstmal will ich natürlich selbst sehen, dass ich so ein bisschen vorankomme. So. Du denkst jetzt an Endcontent bei Minecraft. Ja, es wird irgendwann der Moment geben, Chi, werde ich auch dieses Kapitel zuklappen. Nee. Was? Nee. Nee. Du hast am falschen Block angefangen. Okay. Welchen Block meinst du jetzt irgendwie? Welcher Block ist falsch? Warum? Ach so. Ich hab's verstanden. Oh nein! Okay, alle ganze Treppe nochmal weg. Danke. Ich hab's soeben eingesehen. Ach, besser spät als nie, diese Erkenntnis, ne? Diese komische Erde hat mich einfach abgelenkt. So, wieder aufsammeln. Okay, dann nochmal. Hier. So. Das ist, wenn die Stufen falsch setzt. So. Okay. Allererste Minecraft-Folge, wie du wahrscheinlich auch gemerkt hast, schien ein bisschen länger gemacht. Das ist aber nur bei der Folge so, also keine Sorge, da ist jetzt nicht jede Folge eine Stunde lang. Ja, bin ich hier ganz froh drum. Ja, ich hatte nur, irgendwie wäre das mit dem Schneiden sonst ein bisschen komisch geworden, weil das so themenmäßig irgendwie noch gepasst hatte und dann habe ich mir gedacht, komm, weil es die erste Folge ist und so weiter, machst du das mal ein bisschen besonders. Ja. Das ist der kann bleiben, das ist nämlich der Weg. Müssen wir. Okay, was sind das hier gerade eigentlich für Blöcke, die ich abbaue? Ah, okay, die hängen da auch noch mit drin. Hattest du denn einen schönen Urlaub, Chi? Ja, war sehr schön. Sehr toll. Das freut mich. Mich auch. Ja. Oh, ich glaube, ich habe gerade wieder eine Fackel. Und Salzburger Nockerspecken, echt scheiße. Das war das Trauma an dem ganzen Urlaub. Für dich ist Salzburg ein Katzensprung, für mich eine halbe Weltreise. Das ist absolut korrekt. Und ich kann es nur empfehlen, Salzburg ist echt schön. Ja, grundsätzlich Österreich finde ich ist sehr schön. Das allerdings. Also es kommt immer drauf an, was man natürlich präferiert bei Landschaft. Also wer Berge nicht mag, den würde ich jetzt nicht unbedingt Österreich als Urlaubsziel raten. Schwierig. Aber grundsätzlich. Oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Grundsätzlich finde ich, das Panorama ist dort natürlich extrem geil.
Ja. So. Okay. Basalt, Basalt, Basalt. Ich glaube, das war bis hier, ne? Bis hier? Warte mal. Bitte! Bitte! Menschen, Leute! Was denn? Diese Themen einfach immer, die zerstörend sind. Welche Themen denn? Ach, komm, alles gut, alles gut. Ich hoffe nur, dass die Leute das auf ganz kleinem Bildschirm bei mir alles gucken und deswegen nicht lesen, was ihr da immer so im Chat schreibt. Was denn? Na, no, nichts, nichts. Aber wir schreiben doch nur gerade über Berge und Tschechien. Mhm. Ja, Chi. Ja, wirklich. Mhm. So. Was denn, Kind? Ach komm. Ich muss sagen, die Korallenstrände in Österreich sind nicht so toll. Ja, gut. Also als ich das letzte Mal in Österreich war, muss ich sagen, das ist auch mir aufgefallen. Grundsätzlich nicht nur die Korallenstrände, generell die Strände, finde ich viel zu wenig ausgeschildert. Also die zu finden war schon schwierig. Und wenn man sie dann hat, also was man so in den Werbeprospekten so versprochen bekommt mit Stränden und blaues Meer, nichts. Weißt du, hast du irgendwie so, also in Deutschland würde man das wahrscheinlich als See oder so bezeichnen, als Teich, irgendwie so in der Richtung. Baggersee. Künstlich angelegt. Aber da muss ich sagen, da ist Österreich sicherlich nicht prädestiniert für. Oh. Seen haben auch Stände, du Rassist. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das nicht so ist. Es ging ja nur darum, ums Meer. Die Strände am Meer. Und kaum eine Palme. Ja, ach, das kommt noch hinzu. Weißt du, auch Kokosnüsse dachte ich, könnte ich da mal bei der Gelegenheit probieren, aber... Ich hatte einen wahnsinnig guten Cocktail mit Kokosnuss. Welcher war's? Ein Virgin Kai... Nein, ein Virgin Colada. Okay, das sagt mir jetzt gerade gar nichts. War das ist einfach ein Pina Colada ohne Alkohol. Ja, Pina Colada war der, glaube ich, mit Kokosnuss, den man so kennt, ne? Ich hatte erst irgendwie an Swimmingpool gedacht, aber der war, glaube ich, nicht mit Kokosnuss. Nee, der war auch mit sehr viel Alkohol. Ja, hallo? Cocktail ohne Alkohol, bitte. Und außerdem war in dem Urlaub Chi auf Alkohol keine gute Mischung, weil ich eh schon so aufgeregt war. Bitte was? Du, warum war es keine gute Mischung? Weil ich eh schon so aufgedreht war und mit Kokos... Ach, mit Kokosnuss bin ich noch aufgedrehter, ja. Mit Kokosnuss? Mit Cocktails. Ich hab nur keine Kokosnuss. Vor allem, weißt du, ist dann einfach so ein Bounty und bist dann so... Hui! Ah, ich bin schon mal wieder eingerahmt. Ich schreibe übrigens immer noch Koordinaten für dich. Das sind sehr viele. Ich erwarte aber jetzt nicht von mir, dass ich mich da sofort aufs Äußerste mit befasse. Aber dann hast du sie schon mal. Ja. Du kannst irgendwann, wenn du Zeit hast, eintragen. Mach mal ein Dirt hier hin. So. Dirt, 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 Dirt. Find's übrigens schön, dass du meine Grüße bekommen hast, Chi. Deine Grüße? Mhm. Welche Grüße? Die ich auf Discord letztens geschrieben habe. Ich glaube, am Samstag war's. Ach so, die.
Ja, Adi. Sind doch ganz prima gewesen, oder nicht? Ja, toll. Ich fand die auch toll. Mhm. Hoffe ich doch. Ah, hier. Ups. Geh mal hier bis da runter. Ich kann nicht so tief hier runter. Weiß es nicht. So, dann kann ich hier schon mal eben. Sicher ist sicher. Sie hieß Dörte Becker und sie sah auch. So sah sie auch aus. Den hatten wir schon, Dönki. Dörte Becker. Ups. Okay. Dann. Achso, erstmal hier oben wieder die. Basaltblöcke mehr. Ach so, gehen wir eigentlich schlafen diese Nacht? Ja, Moment. Ja, ich muss nicht, ne? Also wir können auch wach bleiben. Ich würde noch nicht wieder der Arsch sein, der wach bleibt. Oh, sind noch vier drin. Nee, ich kann gleich, muss nur noch zwei Zahlen, drei Zahlen aufschreiben. Oh, ich muss wieder. Ich schmeiß mal hier oben was rein gerade. Der Basalt ist fertig. Nehme ich den hier gerade mal raus. Kann ich nochmal hier oben reinwerfen. So. Wie ist sonst? Habe ich nichts. So. Okay. Ich bin jetzt ready. Das Christian hat schon gefragt. Oh, habe ich gar nicht gesehen. So, dann bin ich gerade hier unten. Dann, let's go. Oh, jetzt sehe ich es gerade. Entschuldigung, Christian. Wie wir einfach beide konstant Christian ignoriert haben. Ich habe Koordinaten aufgeschrieben. Du hast jetzt alle. Ja, und ich habe, wie gesagt, die. Ich war am Bauen, deswegen habe ich es nicht mitbekommen. Und Christian schreibt unten im Chat gesagt: Schlafen, schlafen. Kann passieren. Ja, ich weiß, gerade bei Minecraft. Ne, man verliert sich einfach in diesem Universum so sehr. So. So, ich brauche jetzt Pinterest Inspiration. Well. So. Dann machen wir hier außen noch eben. Ach, Christian, jetzt nimm mir das doch nicht so zu Herzen. Es hätte jeder sein können. Wir hätten wahrscheinlich jetzt gerade jeden ignoriert. Yes. Okay, manchmal. Ich find's gut, dass ich mich noch dahingehend zügeln kann, dass ich nicht alles, was ich denke, ausspreche. So. Hier draußen würde ich den Cobblestone auch lassen. Ich finde, das sieht auch ein bisschen schicker aus. Das Haus dann, ne, so, das von draußen ein bisschen so. So. Ey, ich glaube, der Enderman ist weg. Gibt's das? Nochmal eben ein bisschen Ergebniskosmetik. Reicht ja, wenn ich die Bereiche mache, die man sieht. Hier draußen. Das Leben ist lustiger, wenn man alles sagt, was man denkt. Kommt auf den Blickwinkel drauf an, Christian. Manchmal nein. Oder zumindest ist es nur für einen kurzen Augenblick. So. Das ist der Name. Gehen Sie bitte vom Aufzug. So, warte mal. Mach mich nervös. Oh. So. Du bist halt wie jeder x-beliebige Christian, halt niemand Besonderes. Das hat Döcki geschrieben. Ich hab's nur vorgelesen.